Moin Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und was wir jetzt tun werden, ja, das seht ihr gleich. Erstmal esse ich schönes Laibbrot, obwohl, ja komm, wir haben immer noch nicht genug Dingens. Oh, diese ganzen Sachen sind ja schon abgelaufen. Das müssen wir irgendwas da weg tun. Weil bringt das überhaupt noch irgendwas? Nee, ne? Dann lassen wir es mal fallen. Und ziehen uns da die leicht gepolsterte Rüstung an. Das bringt das mehr als der Wappenrock. Ach komm. So. Überfressen. Ich bin überfressen. Hast du viel gegessen? Du wirst zwar eine Zeit lang keinen Hunger bekommen, bist dafür aber schwerfällig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Ich mir das ein? Nein, da liegt irgendwas. Wo liegt irgendwas? Was liegt da? Achso. Der hat mein Hemd gesehen. So, Mr. Hauptmann. Ich spreche mal mit Hauptmann Bernhard. Wollen wir los? Bist du bereit? Jo. Ja, Hauptmann. Gut. Folge mir, halt den Mund und tu genau das, was ich dir sage. Ich weiß nicht, was Herr Ratzig in dir sieht. Und es ist mir einerlei. Wenn du mit mir reitest, erwarte ich Gehorsam. Jawohl, Herr. Jawohl, Herr. Wieder besseres Wissen haben sie sich entschieden, dir ein Pferd zu geben. Der Apfelschimmel neben meinem Hengst gehört dir. Kümmere dich gut um ihn. In den Sattel mit dir und folge uns. Jawohl. Männer. Das ist unser Pferd? Jo, Pebbles. Pebbles. Ich glaube, so wurde das auch schon vorgegeben. Von, gut, Männer. Warte mal. Ich einmal kurz gucke ich in den Kodex. Weil, soweit ich da weiß, es gab da was Neues. Charaktere ist das ja nicht unser Pferd, oder? Ich weiß nicht, war das irgendein Kodex-Pferd irgendwie? Aber glaube ich kein Dings. Okay, du kannst dein Pferd herbeirufen, indem du. Okay. Zudem kannst du einige Dinge vom Inventar in die Satteltaschen deines Pferdes verschieben, indem du im Inventar so drückst. Oh, ich bin, warte, ich, warte mal. So drücke, ne? Okay. Ja, okay. Ich glaube, ich habe das einigermaßen verstanden. So. Oh, es geht auch schon viel schöner mit so einem Pferd. Ach, herrlich. Ist das nicht herrlich? Ich kann sogar springen. So. Reiten wir mal hinter Hauptmann Bernhard. So. So. Ach, mit dem Pferd ist das doch schön. Na, Hauptmann Bernhard. Genau. Unfallort ist hier. Okay. Soll mich aber jetzt erstmal nicht interessieren. So, wir müssen ein bisschen aufholen. Nest habe ich entdeckt. Okay. Ich glaube, da vorne müssen wir hin.
müssen wir hin, da vorne. Da gab es ja, glaube ich, diesen Überfall. Ich guck mal auf die Questmarker, Dingsbums. Warte mal, auf die Karte. Karte. Ja, warte mal, da sollen wir. Folgen den Männern nach Neuhof. Genau. Da werden wir jetzt hingehen. Neuhof. Neuer Kodex-Eintrag. Den Chroniken zufolge war Neuhof bei Sasau ursprünglich der Hof eines Adligen und wurde während einer Flutkatastrophe zerstört. Die Kleinstadt Neuhof wurde an seiner Stelle errichtet. Okay, interessant. Zu wissen auf jeden Fall. Hier sieht es ja übel aus. Da war eben gerade ein Pferd. Da war von einem Pferd. Hier ist ein Schnellreiseort. Interessant. So, wir sind in Neuhof angelangt. Gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet, ne? Wo ist dein Herr? In der Koppel. Ist er nicht gestorben? Großer Gott. Welche Bestien könnten so etwas tun? Ja. Um Himmels Willen. Das sieht auf jeden Fall schlimm aus. Was ist dir geschehen? Wieso? Jemand kam des Nachts und verstümmelte sie alle nacheinander. Das Schreien der Pferde muss Radek den Stalljungen geweckt haben. Er wollte sie aufhalten. Mein Gatte, er hat versucht, ihm zu helfen und wurde auch getötet. Als sie fertig waren, brannten sie den Stall nieder. Mein aufrichtiges Beileid, gute Frau. Wir werden diese Bestien fassen und sie für ihre Taten büßen lassen, das schwöre ich. Die Pferde waren noch am Leben, als ich kam. Wir erlösten sie von ihrem Leid. Jedes einzelne. Da war dieser Schmerz in ihren Augen. Sie verstanden nicht, warum jemand ihnen das angetan hat. Wurde etwas gestohlen? Ein Pferd? Gar nichts. Sie wollten Blut und kein Geld. Hatte dein Mann in letzter Zeit Streit? Fällt dir jemand ein, der Rache wollte? Er hatte vielleicht mal über den Preis eines Sattels diskutiert, sonst nicht. Gar nichts, was einen Menschen hierzu treiben könnte. Es sind finstere Zeiten, wenn wir mehr Güte in Pferden finden als in Menschen. Habt ihr etwas gesehen? Wie viele waren es? Oder wie haben sie ausgesehen? Wir haben niemanden gesehen. Hat jemand versucht, ihrer Spur zu folgen? Nein. Wir haben bis jetzt das Feuer bekämpft und selbst wenn... Was könnten wir schon gegen jemanden ausrichten, der zu so etwas fähig ist? Die Pappen sollen sie holen. Aufsatteln und die Gegend durchforsten. Wir müssen herausfinden, wo sie hin sind. Sucht nach Spuren und fragt auch die Nachbarn, ob sie etwas wissen. Verflucht, irgendjemand muss diese Schweine gesehen haben.
Ja, Herr. Was ist mit mir, Hauptmann? Was will ein Taugenichts wie du denn tun? Du bleibst hier. Bitte, lasst mich helfen. Ich könnte mich in der Gegend umsehen und auch nach Spuren suchen. Na gut, was es sein muss. Aber steh bloß keinem im Weg. Bleib in der Nähe und komm zurück, wenn du fertig bist. Jawohl. Hauptmann. Dann heißt es wohl jetzt, Spuren und irgendwas suchen und in der Gegend umsehen. Vielleicht Leute befragen oder so. Ja, mal gucken, ne? Okay. Okay. Wir gucken mal alles an hier, ne? Das Schloss knacken machen wir jetzt mal lieber nicht, ne? Ja. Es hat sicher einen Grund, dass die verschlossen sind. So. Reden wir mal mit dem Wächter. Den da hat's von hinten erwischt. Drüben beim Hauptstall sind noch mehr. Okay, inspizieren wir ihn mal. Oh ja. Oh ja. Warte mal, wo ist jetzt das, wo wir uns umgucken sollen? Also auch schon. Okay. Wir gehen mal hier weiter am Fluss lang. Hier ist noch mehr. Oder noch einer. Armer Kerl. Da muss sie hergekrochen sein. Wenn sie es auf die Pferde abgesehen hatten, müssten beim Hauptstall mehr sein. Ja. Wahrscheinlich, aber ich möchte mich doch nochmal hier weiter angucken. Das Dorf und so auch noch. Hier ist nichts. Hier ist ein komplettes Haus abgebrannt worden. Hier ist der Schmied. Hat der irgendein Geheimnis oder wie? Wenn Schlösser knacken, will ich jetzt auf gar keinen Fall machen. Weil wir sind ja hier auf einer Mission, ne? Genau. So, was ist das hier eigentlich? Ach, das ist wieder so ein Heu-Dingsbums. Gucken wir mal da, wo hier diese... wo das Haus abgebrannt ist, ob hier irgendwas zu finden ist. Ach, komm. Ist das hier vorne der Hauptstall? Das ist der Hauptstall, oder? Hier sind auch viele noch Überlebende. Wir könnten die mal befragen. Wieso? Okay. Ist noch ein Dorfbewohner. Hier sind weitere Pferde. Diese sinnlose Brutalität. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Mhm. Diese sinnlose Brutalität. Ah, okay. Sie schlachteten Menschen und Ross ab und doch scheint es, als hätten sie nichts gestohlen. Das kommt jetzt wahrscheinlich immer, ne? Diese sinnlose, ja, Brutalität. Wie kann man nur so grausam sein? Das ist halt die Frage, ne? Warte mal, wir können mit dem Dorfbewohner reden. Siehst du, was sie getan haben? Tötet sie! Bringt diese Hurensöhne zur Strecke! Ja, alles klar. Versuchen wir ja. Hey. Kann man nur so grausam sein? Ja. Das ist so. Gucken wir hier in dem Stall nochmal weiter. Hier bei den Truhen. Hier im Heuhaufen wird ja aber nichts sein. Ich guck nochmal weiter hinten. Hier in dem Bereich, ob da irgendwas ist. Irgendetwas. Hier eine Truhe. Wir reden mal mit Rotschopf. Was? Wer ist da? Ruhig. Ich möchte nur fragen. Ich weiß nichts. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Ganz und gar nicht. Hab keinen Kratzer.
Wenn er so drauf ist, hat er doch irgendwas. Was ist hier genau geschehen? Was ist hier wirklich passiert? Weiß nicht. Irgendwer hat angegriffen. Weiß nicht wer. Okay. Woher kam sie? Hast du bekommen, aus welcher Richtung sie kam? Nein. Hab gar nichts gesehen. Sicher? Okay, das ist doch auffällig, wie der sich verhält. Sehr auffällig. Sehr, sehr, sehr auffällig. Vielleicht haben die sich hier in den Wald zurückgezogen oder so, wer weiß, ne? Naja, wir werden beim nächsten Mal weiter befragen. Bis dann und ciao, Leute.